Willkommen bei unserem heutigen Komo Tech Talk. Aktuell möchte ich euch den Lotus Evora GT2 Motor ein bisschen vorstellen. Ein Projekt, was Lotus 2011 angefangen hat. Damals die Zeit, wo Lotus in der Formel 1 war, Geld zwar nicht vorhanden war, aber deutlich ausgegeben wurde, kam auch die Idee, den Evora GT4 einzusetzen in der europäischen GT4 Meisterschaft und als krönenden Abschluss damals den Evora GTE bzw. GT2 in der damaligen Le Mans Serie. Fürs 24-Stunden-Rennen. Wie so oft bei Lotus, Entscheidung wurde, glaube ich, im Januar getroffen. Die ersten Rennen waren im Mai, also ausreichend viel Zeit, das vorzubereiten. Um halt konkurrenzfähig zu sein, oder man dachte, wäre konkurrenzfähig, war die Basis der GT4-Motor, den man schon gebaut hat. Eigentlich grundsätzlich der normale 3,5 Liter V6-Motor als Sauger mit 4 Litern, wie am GT4 schon verbaut wurde. Allerdings musste er für Le Mans halt mit R-Restriktor fahren und mehr Leistung haben. Weil mit den 400 PS, die damals der GT4 hatte, war man natürlich weit aus der Reichweite. Im Unterschied zum GT4-Motor hatte man beim GT2-Motor, um die Mehrleistung zu generieren, komplett bearbeitete Zylinderköpfe verwendet. Zwar selbe Ventilgröße, aber die aufwendig bearbeitet, die Nockenwellen wurden geändert, die Schlepphebel sind extrem leicht ausgefertigt. Also man hat eigentlich alles, was man nach Lehrbuch machen kann, um Reibung zu verringern, Gewichte zu verringern, eigentlich alles wahrgenommen. Ich sage zusätzlich dazu, anstelle einer einzelnen Drosselklappe, 6 einzelne Drosselklappen. Das gesamte Gehäuse ist aus dem Vollen gefräst worden, genauso wie die Ölwanne und alle anderen Anbauteile. Also man sieht, alles sehr, sehr exklusiv, alles nur für die 10 Motoren, die jemals davon gebaut wurden. Glücklicherweise haben wir alle Daten bekommen, das heißt, wir haben von allen 10 Motoren, die jemals gemacht wurden, alle originalen Mitschriebe von Cosworth, alle Prüfstandsprotokolle. Man kann das also relativ lückenlos noch zusammenbekommen, wobei es sonst bei den Daten halt sehr schwer ist, weil die meisten Leute, die damals an dem Projekt gearbeitet haben, gar nicht mehr bei Lotus sind oder auch bei Cosworth, die ganzen Ingenieure sich kaum noch daran erinnern können. Das ist jetzt 10 Jahre her, aber scheint eine lange Zeit zu sein. Das heißt, es ist ein wirklich spannender Motor, nicht einfach zu bauen, weil es halt, wie gesagt, alles Einzelteile sind. Das heißt, auch alles, was wir ändern, müssen wir wirklich one-off einzeln konstruieren. Wir müssen uns auch erstmal reinarbeiten, haben aber natürlich die Basis von einem GT4-Motor. Wie schon gesagt, wir haben 6 Drosselklappen im Gegensatz zu Original einer. Man sieht bei so einem Motor von außen natürlich keine großen Unterschiede zum GT4, weil es ist halt ein Motor, die meisten Dinge sind innen. Ich denke, am meisten kann man noch dazu sagen, die Einbaulage hat sich komplett geändert. Der Motor ist 180 mm tiefer eingebaut und 130 mm weiter nach vorne eingebaut wie beim GT4. Sieht man, das hat man alles gemacht, um eine optimale Gewichtsverteilung zu kriegen. Sehr großer Aufwand, es musste extra ein Getriebegehäuse angefertigt werden, was individuell für diesen Motor nur geeignet ist, was natürlich, wenn man nur 2 Autos hat, dementsprechend ein irrsinniger Kostenaufwand war. Aber ich denke, das, was man am ehesten von außen erkennen kann, was wirklich auch optisch eine schöne Sache ist, sind die Drosselklappen. Die verstecken sich unter der relativ dezenten kleinen Luftsammlerbox mit dem Luftfilter drin und kann man sehr schön sehen, wenn man reinschaut. Das ist konstruktiv sehr, es ist halt was fürs Auge, wenn man Spaß an sowas hat. Ganz speziell hat man hier natürlich auf Saugrohrlängen geachtet, auf die Querschnitte. Ich sage, die Kanalformen wurden optimal angefertigt. Also alles, was man im Lehrbuch richtig macht. Der Motor hat auch klassischerweise keine normalen Einspritzdüsen im Saugrohr, sondern die 6 Einspritzdüsen sitzen über den Ansaugtrichtern, somit direkt im Strömungsbereich. Die spritzen unmittelbar in die Trichter ein, ist fürs Leerlaufverhalten extrem schlecht, fürs Leistungsverhalten laut Lehrbuch eigentlich optimal. Bei so einem Fahrzeug interessiert sich eigentlich niemand für den Alltagsnutzen und für die Leerlaufverhalten, weil es ein reines Rennfahrzeug ist. Es gibt nur 2 Fahrzeuge, die jemals davon gebaut wurden. Eins ist bei uns, das andere ist in Teilen in England. Man kauft so ein Fahrzeug natürlich einmal als Kapitalanlage, als Erhalt der Schönheit, aber natürlich auch zum Einsetzen. Das heißt, geplant ist für die Saison 22 vereinzelte Einsätze bei auserwählten Rennveranstaltungen. Für 22 oder 23 auch den Einsatz bei der Le Mans Classic. Das Auto ist halt startberechtigt bei dem Original Le Mans Rennen. Klar, dann nur in einer 3-Stunden-Variante auf der Rennstrecke, wo auch die 24 Stunden gefahren werden. Somit ist man mit so einem Fahrzeug eher in dem Bereich Rennsport, in auserwählten Rennen, weil es einfach zu schade ist, in normalen Rennveranstaltungen mit dem Fahrzeug teilzunehmen. Infos dazu werden wir auch immer wieder auf der Webseite veröffentlichen, auch in unserem Blog. Im Blog haben wir auch schon den kleinen Kurzbericht oder den Teaser zu dem Fahrzeug selber, um mal ein bisschen was zu kriegen. Das heißt, wir halten euch da auf dem Laufenden mit aktuellen Informationen. Bei etwaigen Renneinsätzen nächstes Jahr freuen wir uns, wenn Corona das wieder zulässt, auch über Besucher, Zuschauer, die gerne kommen. Ansonsten steht das auch immer hier bei uns
Also wer Spaß hat, das Auto mal in live zu sehen, kann jederzeit mal sich bei uns in der Firma ankündigen und sich das Auto mal ansehen.